Wir müssen weg als Menschheit vom Erdöl. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, davon wegzukommen? Wie schaffen wir es aber auch ressourcenschonend mit Energie, mit Wasser, mit Land umzugehen? Das heißt, Pilze sind quasi auch Meister des Recyclings. Ihre Hauptaufgabe, totes Material zu zersetzen, sie sind quasi der Der Müllmeister im Wald Müllmeister, sehr gut. oder ja, auf der Wiese. In a plastic-free world, there ain't no plastic Barbie girl. Ain't no plastic Barbie can, but how to replace them? Wir haben seit einigen Jahren, seit 2, 3 Jahren, einen neuen Blockbuster für uns entdeckt. Ja. Und das sind tatsächlich Ständerpilze und einer davon, der Fomes fomentarius, der Zunderschwamm. Den kennen viele vielleicht durch Waldspaziergänge. Das ist der, den man vorrangig auf Birken oder auch auf Buchen findet. Toten Birken oder Buchen. Ein neues Forschungsfeld, was uns interessiert, ist tatsächlich Biomaterialien. Und da sehen wir ein großes Anwendungspotenzial von diesen Ständerpilzen. Ein Verbund aus dieser toten Pflanzenbiomasse mit neu gebildeter Pilzbiomasse und der Pilz, muss man sich so vorstellen, der funktioniert wie so eine Art Kleber. Also er wächst auf den Pflanzen, Stängeln sozusagen oder Spänen und er wächst auch in sie hinein. Und wenn man das in Formen macht, in Außenformen, wo der Pilz quasi nicht weiter wachsen kann, Ja. verdichtet er dieses Material so stark, dass das dann quasi dieser Verbundwerkstoff entsteht. Das Tolle an der Sache ist, dass die Eigenschaften, die damit verbunden sind, es ist ganz leicht, es ist trotzdem stabil, es können unglaubliche Kräfte aufgehalten werden, es gibt einen Isolationseffekt, Schall wird wunderbar isoliert, Wärme, Temperatur kann isoliert werden. Das heißt, die Anwendung dieser Materialien kann man sich vorstellen in der Möbelindustrie, in der Bauindustrie, Aha. in der Textilindustrie. Wir denken tatsächlich, dass unsere Zukunft des Lebens sein wird, dass wir in Pilzen wohnen, uns in Pilze kleiden, nicht nur Pilze essen oder Getränke aus Pilzen zu uns nehmen. Und wir sehen diese Materialität, die sich ergibt und diese Nutzbarkeit, als Möglichkeit, tatsächlich wegzukommen vom Erdöl. Wir ersetzen Das ist Plaste und entscheidend, Elaste ja. aus Erdöl durch diese nachwachsenden Rohstoffe. In a plastic-free world, there ain't no plastic Barbie girl. Ain't no plastic Barbie can, but how to replace them? In a plastic-free world, there ain't no plastic Barbie girl. Ain't no plastic Barbie can. But how to replace them in a plastic-free world? There ain't no plastic Barbie girl. Ain't no plastic Barbie can. But how to replace them?